Liebe Zuschauer, herzlich willkommen in der bunten Aquarienwelt Berlin. Wir zeigen Ihnen heute einen Teil der Berlin Sea Life Berlins, das niemand zu Gesicht bekommt. Wir schauen uns nicht nur die verschiedenen Fische aus unterschiedlichen Ozeanen, sondern auch die Quarantänestationen und riesigen Maschinen an. Erleben wir einen unvergesslichen Ausflug in die Aquarienwelt Berlin. Hier befinden wir uns jetzt ganz unten in dem Gebäude, in der Zucht- und Quarantänestation. Zum einen geht es hier wirklich um die hohe Schule, Zucht von Korallen. Und zum anderen, jedes Tier, jeder Fisch, der hier reinkommt, durchläuft 6 bis 8 Wochen wirklich einer tierärztlichen Betreuung, einer Quarantäne. Weil nichts ist schlimmer, als wenn jetzt Krankheiten ins Aquarium getragen werden. Wir können nicht einfach so ein Aquarium zumachen oder ein Schild vorhängen, geschlossen. Von daher wäre es ganz, ganz schlimm, wenn sich Krankheiten einschleichen. Von daher, jeder Fisch, jedes Tier, was hier reinkommt, 6 bis 8 Wochen Quarantänestation dort hinten. Alle einzeln gehalten unter tierärztlicher Aufsicht. Das heißt, erste Ankunft hier unten im Kellergeschoss in den kleinen Aquarien und nach ca. 2 bis 3 Monaten geht es dann hoch in die Aquarien, sodass wir die alle dann sehen können. Der Aquadom ist natürlich auch ein Zoo und jeder Zoo verschreibt sich natürlich auch der Aufgabe, bedrohte Arten zu züchten, zu betreuen, nachzubetreuen. Und hier unten, auch in den Katakomben unter dem Aquadom, befinden sich einige Arten, die es oben gar nicht wirklich zu sehen gibt, die auch nicht wahnsinnig spektakulär sind, aber die sozusagen vor dem Aussterben bedroht sind. Und Aquadom bzw. die Betreibergesellschaft hat sich zur Aufgabe gemacht, hier verschiedene Arten zu pflegen, wieder zu züchten und so natürlich auch wieder an die Natur zurückzugeben. Sie hören es schon, hier ist es ein ganz bisschen lauter als vorhin. Hier arbeiten gerade 2 der 4 Pumpen, die dafür sorgen, dass das komplette Wasser, nämlich über 1 Million Liter Wasser, immer umgewälzt werden, immer gefiltert werden. Hier befinden wir uns jetzt mitten in dem Herzstück der ganzen Anlage, nämlich zum einen bei den Sandfiltern und bei den Abschäumfiltern und natürlich bei den Pumpen. Alleine 1 der 4 Pumpen schafft pro Stunde 350.000 Liter Wasser zu bewegen, umzuwälzen. Und das ist auch wichtig, das ist mit eines der wichtigsten Dinge überhaupt, denn wenn das ausfällt, geht oben in den Aquarium gar nichts mehr. Ein Stoff, der auch extrem wichtig ist, Salz. Alleine nur für den Aquadom werden jedes Jahr 18 Tonnen Salz benötigt. Das heißt, regelmäßig wird dann auch das Salz zugegeben, sodass ca. alle 2 Jahre das Wasser komplett ausgetauscht wurde, dass sozusagen alle 2 Jahre komplett neues Salzwasser enthalten ist. 18 Tonnen jedes Jahr sind davon nötig. Rund 120 verschiedene Fischarten gibt es hier, von 7 cm bis rund zu 80 cm. Und insgesamt in diesem größten freistehenden Aquarium der Welt sind 1500 Fische. 1500 Fische. Diese 14 Meter Fahrstuhlfahrt hoch und runter, hier auch im Radisson Hotel, was übrigens sagt, das ist das einzige Hotel in Berlin mit Meerblick. Hier drinnen, da sind jetzt 1500 kleine Fischlein, umzingelt von 1 Million Liter Wasser. Und die kommen alle von unseren Korallenriffen aus dem Indopazifik. Den berühmtesten Fisch, den wir hier haben, das ist unser Nemo. Das ist ein ganz kleiner Fisch, orange und weiß, der versteckt sich in unseren Korallenriffen. Ja, und woher kennen Sie den natürlich aus Findet Nemo? Also finden Sie mal den Nemo. Jetzt erreichen wir quasi die Taucherebene gleich und quasi kommen wir aus dem Wasser heraus. Und hier haben wir auch diese Silberflossenblätter, diese Brackwasserfische, die sich sowohl im Fluss als auch im Meer hin und her bewegen können, also mit den Salinitätsunterschieden recht gut zurechtkommen.
Ja, neben den Sachen, die wir hier im Aquadom sehen können, gibt es natürlich hinter den Kulissen ganz, ganz viele Dinge, die wir gar nicht so erkennen können und auch gar nicht wahrnehmen. Da gibt es Labore, da gibt es eine Futterküche, da gibt es Aufzuchtsbecken, Quarantänestationen. Und einer, der sich da richtig gut auskennt, Herr Megunje, ist unter anderem für das Thema Wasserqualität zuständig. Denn neben den ganzen Futterresten, all das, was hier so passiert, muss natürlich geguckt werden, dass die Wasserqualität stimmt. Wie oft muss denn das gemacht werden? Also die Wasserqualität wird konstant hochgehalten, weil, wie vorhin schon eingangs erzählt wurde, wird ja das Wasser alle 2,5 Stunden des gesamten Systems einmal durchgewälzt, also umgewälzt. Und insofern haben wir natürlich eine ziemlich gute Wasserqualität. Wir haben auch technische Anlagen, die für Leute, die damit Erfahrung haben, den Nitratwert, das ist was ganz Wichtiges, was so künstliche Habitate angeht, unter Kontrolle hält. Wir arbeiten daran und zwar haben wir einen ziemlich guten Nitratwert, so um die 30 Milligramm pro Liter. Wie viel Futter braucht man pro Tag? Naja, wir haben so viele verschiedene Futterfraktionen. Sagen wir so, das Hauptfutter, das ist, was wir Frostfutter nennen. In der Regel sind es Schalentiere und Fisch, wo wir Wert drauf legen, ist aus nachhaltiger Befischung. Ungefähr 7,5 bis 8,5 Kilo pro Tag. Plus Spezialfutterfraktionen, immer jeweils irgendwie 500 bis 1000 Gramm von kleinen Krebschen, von Pellets. Wir füttern Pellets, wir füttern spezielle Algen. Wenn man das in Volumen misst, vielleicht nochmal 2 Kilogramm Sonderfutter, nicht? Die man aber sich von verschiedensten Fraktionen zusammensetzt. Das war ein kleiner Einblick hinter die Kulissen vom Aquadom. Vielleicht haben Sie jetzt auch Lust bekommen, das Sea Life und den Aquadom zu besuchen. Wir verlosen 2x4 Eintrittskarten für Sie. Schreiben Sie uns, beantworten Sie dazu folgende Frage. Wie viele Fische gibt es im Aquadom? Wenn Sie die richtige Antwort kennen, schreiben Sie uns eine E-Mail an gewinn@berlin-fernsehen.de.